Hi Leute, nicht wundern, es wackelt ein bisschen. Ich halte die Kamera in der Hand, das geht jetzt einfach gerade mal schneller. Ich habe mir vorhin Locken gemacht, beziehungsweise Wellen, und zwar auf eine ganz neue, für mich neue Art und Weise, die ich noch nie vorher auf YouTube oder sonst wo gesehen habe. Letztens habe ich Shopping Queen geguckt und da müssen die Kandidatinnen ja immer zum Schluss oder irgendwann zum Friseur. Und da hat der Friseur bei einer ganz interessant Locken gemacht, und zwar mit dem Glätteisen, beziehungsweise Wellen. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt Locken nennen, das sind so ganz große, voluminöse Wellen, wie ihr seht. Und die finde ich sehr schön und das habe ich gerade zum ersten Mal ausprobiert und euch einfach mal direkt abgefilmt. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich finde diese Technik sehr interessant und viele schreiben mir immer, dass sie das mit dem Glätteisen, diese Locken, die man normalerweise macht, mit dem Drumdrehen und dann runterziehen, dass sie das nicht hinbekommen. Vielleicht bekommt ihr ja diese Technik hin. Und ja, das Video soll nicht zu lang werden, das soll einfach nur mal so ein Quick-Tipp sein und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Da ich auf der einen Seite erstmal geübt habe, weil ich ja diese Technik heute auch zum ersten Mal ausprobiert habe, ist die schon fertig. Und auf der anderen Seite habe ich mir eine Strähne abgeteilt und wickle sie dann um drei Finger drumherum, so oft wie es eben geht. Und dann habe ich so einen Kringel, den ich festhalte, nehme dann mein Glätteisen und erhitze den Haarkringel einfach. Ja, das ist eigentlich die ganze Methode. Mehr müsst ihr nicht machen. Und dann habt ihr eine sehr schöne große Welle. There's a pounding in my head, glitter all over the room, pink flamingos in the pool, I smell like a mini bar, DJs passed out in the yard, Barbies on the barbecue. Ich habe die Technik mit dünneren Strähnen und mit dickeren Strähnen ausprobiert. Eigentlich habe ich keinen großen Unterschied gesehen. Wenn ihr aber die Wellen bzw. Locken etwas definierter und kleiner haben möchtet, dann müsst ihr einfach den Kringel kleiner machen, das heißt nur um einen oder um zwei Finger wickeln und dann das Ganze erhitzen. Hier seht ihr die Technik nochmal aus einer näheren Perspektive und wie gehabt, ich nehme eine Strähne, wickle die dann so oft es geht um meine drei Finger, halte den Kringel dann fest und erhitze ihn und lasse dann los und dann habe ich eine schöne Welle. Diese Methode ist wirklich sehr einfach, wenn man ein bisschen rumprobiert. Wie gesagt, ich habe es hier auch zum allerersten Mal gemacht und es hat eigentlich schon relativ gut geklappt, finde ich. Und ja, dann kriegt ihr das mit auf jeden Fall auch hin. Schluss fixiere ich das Ganze noch mit Haarspray und ja, das wäre dann so mein kleines Locken-Tutorial gewesen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Technik findet und ob die bei euch klappt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!